Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Donnerstag. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir bekanntlich immer ein Thema und unser Thema heute Nacht heißt meine schlechteste Eigenschaft. Ich möchte gerne, hier piepst irgendwas. Irgendwas piepst hier. Was könnte das denn sein? Na, wir versuchen es mal. Also unser Thema heute Nacht heißt meine schlechteste Eigenschaft. Ich möchte gerne mit euch über eure schlechteste Eigenschaft sprechen. Wie ihr dazu steht, steht ihr überhaupt dazu? Ärgert ihr euch über eure schlechteste Eigenschaft? Nee, wir müssen ja irgendwas machen. Das macht mich ganz heck. Wir machen mal kurz Musik und versuchen das Problem zu lösen. Ihr Lieben, jetzt machen wir einen neuen Versuch. Ich glaube, es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Wir haben einen technischen Fehler. Wir haben ein technisches Problem und wir wissen nicht, woran es liegt. Dennoch versuchen wir, die Sendung zu beginnen. Meine schlechteste Eigenschaft. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, ob das draußen im Radio und im Fernsehen auch hörbar ist. Ja, es ist hörbar. Ich begrüße jetzt erstmal die Annemone und Annemone ist 65 Jahre alt. Hallo Annemone. Hallo Domian. Ich grüße dich, entschuldige, dass das alles jetzt ein bisschen durcheinander ist. Ja, aber das ist die erste Sendung, die ich von Ihnen sehe. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Also das Thema heißt meine schlechteste Eigenschaft. Ja, meine schlechteste Eigenschaft ist die Kaufsucht. Ist die Kaufsucht? Ja, und da möchte ich gerne von wegkommen. Ja. Ich bin am Existenzminimum. Ja, wie sieht die Kaufsucht denn aus? Beschreib sie mir mal. Ich überlege mir nachts, was ich tagsüber einkaufen könnte. Ja. Weil mir fehlt, tut mir gar nichts. Ich brauche irgendwas. Ja, das heißt, du gehst... Irgendwas kaufen. Ja. Und dann gehe ich irgendwie hin und kaufe mir einen Pullover und kann auch zwei sein. Und dann gefällt er mir nicht im Laden. Ja. Dann bin ich gerade zu Hause, ruf an, leg mir den Pullover zurück. Dann fahre ich nachmittags nochmal in die Stadt. Ja. Und kauf mir den. Wie viel Sachen, das heißt, du kaufst dir jeden Tag, kaufst du dir irgendetwas? Manchmal zwei Pullover, ja. Also, zwei Pullover. Und wenn ich keinen Pullover finde, kaufe ich mir Schmuck. Oder wenn ich keinen Schmuck kriege, der mir gefällt, dann kaufe ich mir ein paar Schuhe. Mhm. Das heißt, im Laufe der Zeit hat sich deine ganze... Ich habe ein paar Schuhe. Da hat sich eine ganze Menge angesammelt. In allen möglichen Farben. Ja. Und dazu passend immer der Pullover, der Schmuck muss dazu passen, in Rosé, Grün, Blau.
Das höre ich gar nicht. Alle möglichen Lapislazuli, Jade, Brillis. Ja. Das heißt, du musst eine irrsinnige Menge Geld ausgeben. Ja, in einem Jahr 20.000 Euro. In einem Jahr 20.000 Euro. Und ich habe ein Haus, ich weiß gar nicht, wenn am Hausfall ist. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezahlen soll. Du bist 65 Jahre alt, sagst du gerade. Wie lange geht das jetzt schon so? Seit dem Tod meines Mannes. Wie lange ist das her? 5 Jahre. 5 Jahre. Das heißt, wenn ich es rechne, 20.000 ungefähr im Jahr mal 5. Ja. Ist das ja eine enorme Summe, die da zahlen. Ja, die hatte ich. Mhm. Und die ist weg. Mhm. Hat das mit dem Tod deines Mannes etwas zu tun? Ja. Ich habe den Hals und ihn nicht geliebt. Mhm. Und der Tod kam plötzlich, der dreimal gestunden war, tot. Mhm. Und das hat einen Schock hinterlassen. Ich komme da nicht drüber weg. Ja. Das sind doch schon 5 Jahre. Ich bin anfangs dreimal zum Friedhof gefahren. Ja. Hab mir da den Kopf ausgeheult und auf einmal fing dann an mit dem Kaufen. Mhm. Das ist irgendwie ein Ersatz. Also, und kein Arzt kann mir helfen. Die sagen alle, ich bin das auch und spielen da mit ihrem Computer darum und keiner hört mir richtig zu. Mhm. Hast du denn? Jetzt habe ich mir durch eine Schulkameradin bin ich auf sie aufmerksam geworden. Ja. Also, da ich auch hier alle duze, kannst du mich natürlich auch duzen. Ne? Um das mal nur mal klar zu sagen, weil du gerade sie gesagt hast zu mir. Hast du denn einem Arzt das auch so schon erklärt und erzählt, wie du es mir gerade erzählt hast? Ja. Ja. Und dann, aber die Psychologen haben alle keine Zeit. Jetzt habe ich einen Termin gekriegt, nur für ein Gespräch, so wie jetzt. Hm. Mit Ihnen, mit dir das Gespräch. Ja. Habe ich den 5.5. ein Gespräch bei einer Psychologin. 5. Mai nächsten Jahres? Ja. 5. Mai nächsten Und wenn ich Gesprächstermine, also regelrechte Sitzungen haben möchte, ist das 2007. Mhm. Ich bin aber jetzt, brauche ich dringend Geld. Und Sparkasse war ich hin und wollte irgendwie Hilfe haben. Da sagen die, zur Miete ziehen und das Haus verkaufen. Mhm. Okay, kann ich machen. Aber das ist ja nicht die Lösung. Das ist die Kaufsucht nicht beseitigt. Nein, nein, nein. Das, dann habe ich ja wieder Geld, da kann ich ja wieder ausgehen. Nein, so kann man das nicht angehen. Nee. Also, ich finde ja schon mal gut, dass du klar für dich das so auch siehst, dass du sagst, das ist Kaufsucht. Ich sehe das ein, aber ich komme da nicht gegen an. So, und da kann man natürlich wirklich nur, und da ist der richtige, den richtigen Schritt hast du schon gemacht, da kann man nur therapeutisch vorgehen. Ja. Ich brauche fremde Hilfe. Misslich ist natürlich, was du mir gerade erzählt hast. Ich bin allein auf der Welt. Ja. Ich habe keine Verwandten und keine Cousine, Kinder hatten wir auch nicht. Ja. So, und, das mit dem 5.5. will mir gar nicht so recht in den Sinn. Lebst du im Umfeld einer größeren Stadt? Ich wohne in einer Kleinstadt, also Kempen heißt das. Ja. Bei Krefeld. Ja, na gut, aber das ist ja schon hier, rundherum sind ja viele große Städte. Ich möchte Folgendes meinen, ich habe bei der Sendung hier im Hintergrund immer einen Psychologen, heute auch. Ja. Eine Psychologin, das ist die Simone. Und ich schlage vor, dass du dich mit ihr berätst, wie man das anstellen kann, dass du doch sehr schnell einen Termin bekommst, weil da muss ja was passieren. Ja. Ne? So machen wir das. Das heißt, du legst bitte auf und die Simone, meine Psychologin, ruft dich jetzt gleich nochmal an. Mhm. Ja, so machen wir das. Anemone. Alles Gute und viel Glück. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben wirklich ein Problem. Es piepst und fiepst immer zu. Ich höre das noch viel stärker, vielleicht als ihr an den Lautsprechern hier auf meinen Kopf hören. Wir machen jetzt nochmal eine Unterbrechung und versuchen irgendwie das Problem zu lösen. Ich weiß nicht, wie wir sonst die ganze Sendung hinkriegen sollen. Nochmal etwas Musik.
ihr Lieben, wir bitten vielmals um Entschuldigung, aber es geht immer noch nicht. Leute, oh, es fiepst. Unglaublich. So, ihr Lieben, das ist jetzt eine Situation, die wir noch nie hatten, solange es diese Sendung hier gibt. Ihr hört, wir haben wirklich ein gravierendes technisches Problem und wir haben leider nur zur späten Zeit einen Kollegen von der Technik hier. Wir können das jetzt nicht beheben. Das bedeutet, ich muss euch jetzt ein paar Sekunden noch diesen Ton zumuten. Wir brechen die Live-Sendung an dieser Stelle ab. Es geht leider nicht. Wir versuchen jetzt eine Domian-Promi-Talk-Sendung als Wiederholung zu senden. Dieses ist aber jetzt auch gerade ein Problem im Hintergrund. Wir versuchen das mal. Wenn das alles nicht klappt, wird wahrscheinlich das Notprogramm des WDR-Fernsehens einspringen und wir sehen dann irgendetwas. Ich bitte euch nochmal sehr herzlich um Entschuldigung. Wir können es nicht beheben und hoffe, dass wir uns dann morgen um 1 Uhr zur gleichen Sendezeit wieder treffen und dass dann alles in Ordnung ist. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Thank you.